Hey Leute, was geht ab? Ich bin Jessie und ich nehme euch jetzt mit auf unseren Rennstrecken-Vlog. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wir fahren jetzt gleich los nach Brünn. Und Louis ist auch mit am Start. Woo! So, hier stehen unsere Mopeds. Richtig ausgestattet hier. So, wir sind jetzt losgefahren. Wir haben knapp 4 Stunden vor uns nach Brünn. Und wir fahren übrigens mit dem Veranstalter Bimota Club Deutschland. Wir fahren eigentlich schon länger mit denen. Ist immer ganz cool, wenn man die Leute auch wieder sieht, die man da schon kennt. Und genau, wir fahren einen Tag früher als normal, weil hat sich jetzt so ergeben. Das Event geht eigentlich erst am Montag los. Eigentlich wäre morgen Abend erst Anreise. Wir sind halt jetzt einfach schon eine Nacht früher da. Ist aber cool, dann kann man ein bisschen entspannter aufbauen. Und wir gucken mal, wie das Wetter wird. Ich hoffe natürlich gut. Und ja, jetzt geht's los. Wir sind voll bepackt. Prost! Und was macht man natürlich auf dem Weg zur Rennstrecke zur optimalen Einstimmung? Man schaut sich World Superbike an. So, wir stehen jetzt auf der Autobahn in so einer SOS-Bucht, weil wir uns dachten, unsere Tradition muss eingehalten werden. Jedes Jahr platzt bei irgendwem von uns in der Gruppe der Reifen. So, und diesmal ist es der Mane, der dran ist. Ihm ist der Reifen vom Anhänger geplatzt und ja, zum Glück war jetzt gleich diese Notfallbucht hier. Jetzt haben wir einen ADAC gerufen, das dauert aber ungefähr 1,5 Stunden, bis jemand kommt. Jetzt schauen wir mal, ob wir so noch einen Reifen organisieren können. Ja, ist jetzt blöd gelaufen, aber kann man nichts machen. So, wir waren jetzt auf Reifensuche in der tschechischen Pampa. Wir sind zu irgendeinem Reifenhändler gefahren, der hat natürlich schon geschlossen, das wussten wir auch. Wir dachten, komm, wir gucken trotzdem mal hin. Vielleicht ist ja jemand da und es war natürlich keiner da, nur irgend so ein Opa, der natürlich weder Deutsch noch Englisch konnte und der hat uns dann irgendwie vermittelt, also da ist keiner mehr da und naja, in der Zeit wurde unser Kumpel jetzt abgeschleppt, der wird jetzt zurück nach Prag geschleppt und da ist ein 24/7 Reifenhändler, da bekommt er einen Reifen und naja, wir können jetzt leider auch nichts mehr helfen, deswegen geht es für uns jetzt nach Brünn und ja, mal gucken. So, wir sind angekommen in Brünn, natürlich jetzt mit ca. 3 Stunden Verspätung wegen dem geplatzten Reifen. Aber wir überlegen uns jetzt mal, wie wir hier am besten aufstellen. Es kommen ja noch ein paar Leute und ja, dann schauen wir mal, was wird. Wir warten auf unseren Kumpel, der kommt dann noch hier hin. Der ist jetzt noch auf dem Weg mit neuem Reifen. Jetzt wird es dann auch schon dunkel, da hinten ist schon der Mond. Und morgen kommen noch ein paar Leute, also mal gucken. Ich denke, das wird super. So, jetzt um 22 Uhr kommt unser Spätzünder. Ja, es geht sonst so Klatsch und Tratsch. Ich muss doch jetzt einmal up to date bleiben. Willkommen zum Interview. Hallo Jessie, schön, dass du da bist. Ja. Freut mich. Alle Leute, die Großen und die Kleinen, haben Sehnsucht nach Sonne wie ich. Jetzt ist mittlerweile schon Sonntagnachmittag. Wir hatten heute schon arschkaltes Wetter und Regen. Jetzt scheint die Sonne wieder 25 Grad. Zum Glück. Genau, heute ist ja offizielle Anreise eigentlich und wir sind ja schon ein bisschen früher da, wir waren ja gestern Abend schon da, aber mal gucken. Eins auch. So, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen um die Strecke. Morgen um 9 starte ich schon mit meinem ersten Turn. Ich bin schon richtig gespannt, vor allem nochmal der Unterschied von der
BMW zur 600er jetzt zurück. Aber ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, das wird richtig cool. Ich denke schon, wir sollen auch gutes Wetter bekommen. Dann kann es ja eigentlich noch super werden. So, der erste Turn startet jetzt gleich um 9 Uhr. Ich lasse jetzt erstmal geschmeidig rumrollen, mal wieder reinkommen. Ich bin jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr hier gewesen. Und genau, alles langsam anfangen. Wir haben ja noch 3 Tage vor uns. Fazit zum heutigen Tag: Es war arschkalt, es hat den ganzen Tag geregnet, seit in der Nacht und jetzt ist schon abends, es regnet immer noch. Ich bin heute natürlich nicht gefahren. Ich fahre im Regen nicht, habe auch gar keine Regenreifen und ja, jetzt war Siegerehrung vom Langstreckenrennen. Die Jungs haben das echt super gemacht und morgen ist wieder Sonne, morgen ist dann auch das Ladies Race und ich hoffe, da läuft es besser. So, jetzt war der letzte Turn vorm Ladies Race. Ich habe noch ein bisschen geübt, es fehlt halt leider ein kompletter Tag gestern, weil es den ganzen Tag gepisst hat. Aber heute nochmal die paar Runden gefahren, das war schon mal eine gute Übung. Und ja, im Ladies Race starte ich von Platz 7 insgesamt fahren. Ich glaube 19 Frauen mit, das ist schon viel, die letzten Jahre war es nie so viel. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird cool, muss Spaß machen. Wir müssen alle sitzen bleiben und ansonsten einen guten Platz rausfahren. So, wir machen hier noch ein kurzes Interview. Herr Jobst, was ist Ihr heutiges Ziel? Erster. Erster? Logisch. Wo startest du? 7. Ich auch. Siehst du mal. Okay, unser einiges Ziel ist Erster, oder? Ja, natürlich. Perfekt. Alles andere macht keinen Sinn. Eben. Was ist Ihr heutiges Ziel fürs Rennen? Sitzen bleiben. Perfekt, ich auch. So, und der allerwichtigste Rennstreckenteilnehmer hier heute ist der Louis. Louis, was ist dein Ziel heute fürs Rennen? Okay, ich glaube, der Louis hat kein Ziel. So, dann ging es auch schon los mit dem Ladies Race. Ich hatte auch übrigens hier mein privates Grid Girl, den Laurenz. Der ist mir dann erstmal vor aller Aufregung die Karre abgefreckt. Den Start vom Warm-Up habe ich eigentlich ganz gut gemacht. Start, muss ich sagen, gelingt mir eigentlich immer relativ gut. Die Warm-Up-Lap, die waren natürlich sehr gemütlich. Deswegen geht es jetzt hier gleich zum richtigen Start. Ich habe den Start einmal
Hier von der Seite und später auch noch von meiner 360-Grad-Kamera am Motorrad. So, hier jetzt nochmal die Stadt aus der anderen Perspektive. Ich bin relativ gut weggekommen und ich habe es dann auch gleich geschafft, vor der ersten Kurve noch zwei Plätze gut zu machen. Gemacht. Das ist jetzt mein dritter, fünfter Platz, den ich bei Pimota in Brünn gemacht habe. Also irgendwie lande ich immer am fünften. Ich bin aber sehr zufrieden, weil es ist eine 2:32 geworden. Mein Ziel war eigentlich 2:30, aber ich bin mehr als zufrieden wirklich. Und ja, was soll man sagen, ich hatte zweimal einen fetten Hinterradrutscher, weil ich viel zu früh aufs Gas bin nach der Kurve, aber hat alles gepasst, alle sind ins Ziel gekommen, das ist auch wichtig. Und es hat Bock gemacht und ja, was soll ich sagen, ich freue mich schon aufs nächste Jahr.